Ja, hallo meine lieben Cakers, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge Silence of the Siren, das Spiel von Oxymoron. Und ja, ich bin ja absolut überrascht. Ich habe eine Umfrage gestartet bei mir in der Community-Funktion auf YouTube und da seid ihr zwiegespalten tatsächlich. Die eine Hälfte sagt, ja, mega geil und cool und es ist ja wie Heroes of Might and Magic und macht es unbedingt an, weiter. Und die andere Hälfte sagt so, nee, das ist jetzt echt nicht meins, überhaupt nicht, geht gar nicht. Ich habe vor, es euch noch ein paar Folgen natürlich lang zu zeigen. Es ist ja ein Early Access Spiel und mal gucken, wie weit unsere Reise geht. Die Zuschauerzahlen für dieses Spiel sind natürlich auf YouTube zumindest nicht gerade gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen schade. Ich mag das Spiel, mir gefällt es auch, wie es aussieht und ja, wie es sich spielt einfach, ne? Ich tue jetzt einfach den Zug beenden, weil ich davon ausging, dass ich nichts mehr machen wollte in dem Zug. Wenn es dann doch so war, dann ist es halt jetzt dumm gelaufen. Ich glaube, wir wollten weiter Einheiten rekrutieren. Ist ein bisschen, ist ein bisschen her. Ne? Ist ein bisschen her, muss ich zugeben. Und ja, habe ein bisschen den Faden verloren. Ne? Habe schon öfters die Empfehlung bekommen. Ah, Ben, guck doch da nochmal deine letzte Folge an. Aber meistens habe ich dafür gar nicht die Zeit. Jetzt schauen wir mal erstmal, was es hier Fröhliches noch zu rekrutieren gibt. Und das sind einige Sachen. Gut, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld. So ist es nicht. Was möchte ich denn haben? Haben. Die sind ziemlich durchschlagend. Die sind nicht schlecht. Die sind aber Elite-Rang. Und ja, dann sind nämlich diese Metalle nämlich auch aufgebraucht. Und bei dir brauche ich das Bio-Zeug und da habe ich nicht so viel da. Und du kostest einfach nur Geld, wenn ich dich haben will. Die Jungs hier sind ziemlich cool. Ich glaube, ich nehme mir noch mal die Ratten mit, weil die werden auch recht schnell weggeschnetzelt. Wieso? Kannst du gar nicht so schnell gucken, wie die weg sind. Wieso darf ich die jetzt nicht mehr rekrutieren? Ah, ich weiß warum. Erst gucken, dann handeln, ne? Könnte man jetzt annehmen, dass der Bencake dazu in der Lage ist, aber. Upsa. So, und dann haben wir die noch. Die kriegen wir auch noch rein rekrutiert. Und dann ist es das halt, die restlichen Einheiten müssen jetzt dann erstmal da drin verbleiben. So, wie mache ich das jetzt am klügsten? Also wir müssen natürlich hier hoch und gegen die da kämpfen, das ist klar. Wir könnten uns hier nochmal Gold abholen. Wir wollen noch da drüben gegen die da kämpfen. Ich glaube, das werden wir als erstes machen. Ich glaube, das ist so ungefähr. Denke ich, ist eine gute Vorstellung. Hier sollten wir was austauschen, da werde ich gleich mal gucken. Die hatten da gesagt, ey, Achtung, da könnte man einen Wachturm bauen, falls da jemand kommt. Will ich auch mir auch gleich mal anschauen dann. So, mal wieder die Kerlchen hier vereinen. Ja, dann, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn er sagt, schieb alle rüber. Okay, alles tiefenentspannt, wunderbar, funktioniert. Ah, die Inventargegenstände, die muss ich mir echt hier unten mal merken, dass ich die auch mal einsetzen könnte, sollte, müsste. So, jetzt haben wir die Ausrüstung rübergeschoben. Und werden jetzt mit Ferret. Ja, da will ich jetzt nichts machen. Hier schon mal hingehen. Und diesen Testkampf, nee, wir gehen einfach mal hier in die Basis erstmal. Ja, so ist es in Ordnung. Apropos Basis, nee, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Wir haben nämlich kein Geld mehr. So, ganz easy. Easy spielen, ne? So viel Materialien da oben haben wir jetzt halt auch nicht mehr, dass wir einfach sagen können, wir wechseln hier fröhlich durch. So, gehen wir kurz zur Bank. Da gibt es nochmal 1000 Gold einfach so dazu. Und dann greifen wir die jetzt hier an. 14% Wahrscheinlichkeit, dass ich das verliere. Wir wollen aber auf keinen Fall in der Base einfach versauern. Ja, sind 112, ne? Das kann ein bisschen was. Die Musik ist geil in dem Spiel. Ich hoffe, ich habe es euch nicht zu laut eingestellt. Ich drehe sie mal für mich ein bisschen runter. Ist geil. Ich finde es cool. Warten, warten. 18 würden die wegschießen. Ab 18 würden die wegschießen, okay. Ich hoffe, dass da was von trifft. Warten, warten.
glaube, der wird nicht getroffen. Crit, okay. Nur 11 killen ist halt zu wenig. Ich weiß halt nicht, das ist immer die Schwierigkeit, wenn mir hier nicht angezeigt wird, wie viel Schaden ich zurückbekomme. Das ist etwas, was ich hier in dem Spiel jetzt, sag ich mal, vermisse. Ich meine, ich könnte jetzt anfangen, extrem Mathe zu machen, aber ich wollte jetzt auch mal nicht zaubern in dem Spiel. Dann würde ich einfach mal sagen, blockieren wir mal unsere Artilleriegeschütze. Natürlich nicht so erbaulich. Ja, der schnetzelt auch nicht so berauschend rein, muss man auch ganz ehrlich sagen. Neue Runde, neues Glück, ne? Sie werden auf jeden Fall dran sein, so viel steht fest. Also werden wir den jetzt hier als erstes angreifen, denke ich. Einfach mal zwei weggefressen, ne? Das muss man einfach mal so sehen. Zwei Stück einfach. Kaputschk. Also den Stack oben werden wir erwischen. Wir wissen aber nicht, wohin die springen. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gehe ich davon aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir könnten alles Mögliche machen. Der Nachteil dieser Artillerie ist halt eben genau das. Wir schützen mal die hier und schützen mal das da. Mal gucken. Die halten ganz schön was aus. Ich glaube, ich schicke dich in den Rage Mode. Okay, er springt halt da hoch und mit einer Attacke ist der ganze Stack weg. Unangenehm. Ja, und ein Fehler von mir. Ich hätte doch warten sollen. Ja, das bringt mir nichts. Ihr werdet ja umgebracht von denen. Das bringt mir überhaupt nichts. Warten. Einfach da hinten rein. Das ist etwas unangenehm. Autsch. Klar, ich kann das Limerit gut gebrauchen. Ah, den können wir jetzt uns nicht mehr holen, den verlassenen Steinbruch, okay. Auch um ein bisschen was zu tauschen. Ich habe die wirklich vergessen mitzunehmen, ne? Ich will nicht wissen, wie viele von euch da jetzt gebrüllt haben. Pancake, du hast die vergessen. Ich brauche noch einen von dem Bio-Gruscht. Ja, kaufen. Dann kann ich meine Verluste wieder ausgleichen. Yay. Und die hier, gehen die mittlerweile? Ja, gerade so. Dann haben wir zumindest mal die Charge dabei. Die verzögerte Artillerie, da weiß ich noch nicht so richtig, was ich von der halten soll. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich. Wir holen die Verstärkung und dann gehst du vielleicht da hinten das mit dem Wachturm machen. Mehr ist nicht. So,
Jetzt kommen erstmal die Reserven. Die Verluste waren gegen die Spinnen schon so hoch, so eklatant hoch, dass ich sagen muss, yay. Ich nehme jetzt einfach tatsächlich diesen Fusionskern und baue den. Produktionsaufwertung. Nee, oder? Mache ich's. Für 3000. Ich meine, dann produziere ich halt mehr Limerit, das ich dann halt auch verkaufen könnte. Rein theoretisch. Machen wir mal. Ja. Jetzt haben wir zumindest mal von dem plus 4 Biomasse tun wir echt wenig machen. Was brauchst denn du? Ja, ist auch das ganze Geld weg, wenn ich das überall alles aufwerte. Nee, dann machen wir was anders, damit ich es nicht vergesse. Schicke ich dich mal da runter. So. Mehr ist jetzt nicht. So. Wir haben hier drüben. Was bist du denn? Biofähigkeit, eine beliebige. Die könnten wir auch mittlerweile schon ziemlich einfach besiegen. Ich überlege, in welcher Reihenfolge ich das machen möchte. Abgelegene Außenposten, Gefahr vernachlässigbar, okay. Die will ich jetzt eigentlich wegen dem bisschen Limerit auch nicht bekämpfen müssen. Mehrere Feinde, Code Rot, Code Rot. Wir sitzen in der Klemme, Rückzug. Okay, der Text kommt da nochmal. Von der einen oder von der anderen Seite. Ein Datenfragment, das sammeln wir natürlich ein und verwenden es auch. Die Monsterarmee ist komplett 0%. Ja, okay. Und wir können nichts mehr lernen, weil wir schon komplett ausgelernt sind. So. Wir dürfen nur noch bis hier hin. Okay, sagen wir mal Zug beenden. Oh, ein schlechter Zyklus diesmal. Miese Laune haben wir. Yippie, weiter geht's. Ist echt schön designt. Gefällt mir. Jetzt gucken wir mal, was diese abgelegene Außenposten hier macht. Nein, zu dem darf ich nicht direkt. Okay. Ach so. Aha. Oha. Die haben wir da richtig, richtig viele Fernkämpfer. Wir haben Lenkraketen, Plasmagewehre, RP-Drohnen, Überschallramböcke und zahlreiche Fahrzeuge mit unterschiedlicher Tragfähigkeit. Aber meistens schicken wir nur die Soldaten. Du weißt schon, aus Gründen der Kosteneffizienz. Der Helm mit dem, das aussieht wie ein Bart, ist ja witzig. Okay, armen Kerle. Die müssen jetzt leider hops gehen. Warten, warten. So, das sind 50er und ein 10er-Stack. Das dürft ihr schon mal fressen. Mache ich mit der Spezialfähigkeit fertig. Kenne ich nichts. Die schießen halt dann schon nicht mehr. Direkt gekrittet. Nochmal. Und nochmal. Dann schießen wir mal zurück. Schon ziemlich rein, ne? Ja, komm. Die Stellung wurde überrannt.
gut, wir haben jetzt ein paar Radlinge verloren. Ich denke nicht, dass die jetzt entscheidend werden für diesen Kampf, oder? Was sagst du, Spiel? Die Gefahr ist niedrig, es hat aber nichts in einem Prozentsatz erzählt. Also Attacke auf diese Monsterarmee. Okay, auf geht's, der Titan. Sie versuchen, sich unbefugt Zugang zu einem VNSS-Gefängniskolonie der Stufe 4 zu verschaffen. Sofortiger Rückzug im Laufschritt. Solltet ihr euch weigern, werdet ihr mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Tut mir leid, meine Zeiten als Läufer sind längst vorbei. Zu viele fette Mahlzeiten, zu viele fette Zigarren, zu viele fette, egal. Tötet sie alle. Ja, das Relikt ist toll. Uah. Sehen die geil aus, echt, ey. Hammergeil. Tops, 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 tops. So, was bist du denn erstmal? Ares-Einheit, okay. Du bist ein Nahkämpfer. Okay. Und das sind die Titan-Autsch. Oh, das sind geil. Also wenn das die Menschenfraktion ist, ich finde die schon ziemlich cool. Okay. Die halten diesen Sturmangriff einfach so aus. Das interessiert die überhaupt nicht, wenn ich die anstürme. Oh. Ich glaube, wir müssen doch ein bisschen Energie einsetzen hier. Ja, ich mach's. Wie stark ist die Autokanone eigentlich im Vergleich zur lokalen Bestie? Ich glaube, ich setze mal die Autokanone. So, die haben sich ja alle bewegt. Dinge müssen ganz schön einstecken. Sind am Anfang der nächsten Runde dran. Ja, ist egal. Nice. Sind sie nicht mehr. Okay. Ja, die Einheit ist... Autsch. Da steht jetzt der Wurm drin. Genau. Sehr schön. Du darfst nicht warten, wenn du im Nahkampf verwickelt bist. Ernsthaft. Schade, dass die da durchgebrochen sind. Die Kanone. Die kleine Kanone hat's gemacht.
Rage. Würmer finde ich echt stark. Ja, die Kanone ist gut. Ja, die Verluste halt. Mehr Artefakte einsammeln finde ich aber auch ganz geil. Ein Artefakt-Slot finde ich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Fähigkeitsstufe hätte ich nochmal gerne. Ich kann mehr tragen. Der Sammler-Skill hat deinem Kommandanten eine Zusage. Ja. Ja. Okay. Nachdem wir das jetzt erfolgreich und mit möglichst wenig Verlusten natürlich gemacht haben, können wir hier hin. Ich kann sogar diese Wachtürme rein, theoretisch. Okay. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Grand Manny, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass du mir eins überziehst und meine ganzen Sachen klaust. Was für eine glänzende Überraschung. Komm ruhig vorbei, wenn du etwas brauchst. Okay, sie ist jetzt raus. Aus der Nummer. Sichtweiten ist es nur, okay? Mein alter Freund, General Furret. Hervorragend, wie unerwartet, aber umso erfreulicher. Hallo, Kali. Ich habe gehört, dass der Schmugglerkönig in Schwierigkeiten ist, also bin ich sofort auf mein Schiff gesprungen. Ich verrotte hier schon seit Monaten. Ich kenne dich, du pelziger Bastard. Du willst etwas von mir. Nun, ich brauche einen Gefallen. Ich und mein Freund, mein Untergebener, hat ein Primal-Relikt entdeckt und wir wissen, dass es sehr wertvoll ist. Du als alter Schmuggler weißt bestimmt, worauf ich hinaus will. Zeig es mir. Ich muss zugeben, dass ich das nicht wiedererkenne. Es sieht so aus, als würde es sowohl von den Primals als auch von den Cyberkäfern stammen. Aber das ist Unsinn. Sie waren Erzfeinde. Wie dem auch sei, ich glaube, ich kenne da genau den Richtigen. Geh zum Schwarzmarkt im Südosten. Ich werde ein Treffen arrangieren, zum üblichen Preis. Versteht sich. Abgemacht! Du bist tatsächlich ein König! Okay. Cool. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, um mir Einheiten zu holen? Ich befürchte schon. Ja, wir haben doch ein bisschen was verloren, ne? An Schuppen. So, also das nächste, ihr seht es auch in meinem gelben Ausrufezeichen, wo wir ungefähr hin sollen. Das wäre dann ungefähr hier. Hier sehen wir es, da ploppt es auch schon auf. Ich brauche aber Truppen. Das wäre halt auch ziemlich wichtig. So ein bisschen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zurück, füllen unsere Truppen auf und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, warum jetzt hier alles rot plötzlich angezeigt wird. Das weiß ich tatsächlich nicht. Nein. Ah, weil das ja geschmälert ist durch den schlechten Zyklus. Wir gehen jetzt erstmal ganz entspannt da zurück. Wir bauen auch nichts. Wir holen uns einfach die Leute ab, die es da gibt, und dann ist gut. Das war natürlich genau falsch geklickt. Muss immer auf die Eingangstür klicken, dann geht's. So, was haben wir denn hier Schönes? Was wollen wir denn haben, sprich? Ja, her mit.
Er mit. Ja, die kleinen Kerlchen, die verliere ich am laufenden Band. Och nein. Bestimmt geht das auch irgendwie besser oder so. Ja, die Nahkämpfer bringen mir aber halt nichts in so einem kleinen Stack immer. Aha. Ich habe auch noch kaum meine ganzen Einheiten sind mir wegrationalisiert worden. Machen wir jetzt aber anders. Ist mir jetzt zu blöd, da rum zu geiern. Das wäre ein schlechter VK. Dreist ist es hier. Dreist. Ja, so kommen wir nicht weit. Unglaublich. Was haben wir noch? 12 von den Dudes. 2020. Kann ich auch kaufen, oder? Sag ich doch. Nee, aber nicht alle. Ach ja. Reicht es? Auch wegen einem nicht, ne? Jetzt geht's aber ums Prinzip, ne? Das ist klar. 370 müssen wir noch irgendwie zusammenkratzen. Passt. So, mehr ist nicht. Dann lassen wir das hier mit dem Wachturm und jetzt gehen wir erstmal fröhlich, aber bestimmt genau hier hin. Ach ja, der Teleporter. Guten Tag, Herr Ben Cage. Ich könnte die auch direkt hier angreifen. Warum nicht? Hatten wir beim letzten Mal nicht. Ich wollte die eigentlich mit ihm da lang ein bisschen vergessen, ne? So. Und Kampf. Überraschung. Oh Gott, was ist das für eine Riesenbatterie? Die Sache ist die, sie haben ein Problem. Ein Riesenproblem. Ich muss jetzt einfach nur in den Nahkampf kommen. Sehr nice. So, ich krieg jetzt in dem Nahkampf. Ups, das habe ich nicht. Ich habe auf Warten geklickt, oder? Oh nein, das hätte nicht passieren dürfen. Ich habe also sehen aus dem Weg geklickt. Ich wollte die Karte ein bisschen verschieben. Mhm. Alles klar. Das hat mir die ganze Runde verhagelt, weil der wäre jetzt dran gekommen. Jetzt guck mal, kann ungefähr sehen, in welche Richtung die Dinger da sich bohren. Dann kann man so ein bisschen erahnen, wohin die schießen. Das wäre der Move gewesen, ja. Puh, zum Glück haben sie nicht mehr schießen dürfen. Wieso hat das mich jetzt wieder zurückteleportiert? Nein? Hallo? Manchmal. Da liegen ja auch noch ein Haufen Sachen rum, ne, die wir hier machen könnten. Niedrig. Gefahr auch niedrig. ...5000 kommt das. Und es würde dann Radiant produzieren. Okay. Machen wir mal langsam. Den Moralbonus will ich noch mitnehmen.
Und die Kiste da oben auch. Nein, ich möchte jetzt nichts tun. Oh, noch ein schlechter Zyklus. Das ist ja super. Aha, ja, das Angebot klingt so gut. Aber ich kenne diese Art von Schwarzmarkthändlern. Sie lächeln dich an wie ein klebstoffschnüffelnder Halbblüter. Und eine Sekunde später halten sie dir ein Messer an die Kehle. Ich sollte besser ein paar Leibwächter mitbringen. Wink mit dem Zaunpfahl, ja. Aha, hier kriegen wir wenigstens so. Ach komm, ich hab Bock auf diesen Kampf, machen wir jetzt hier mal. Gegen die Monster. 130 von diesen Dudes. Die können so massiv Schaden an uns anrichten. Das wird so hässlich. Mal gucken, wen es erwischt. Ach ja. Das ging so hart daneben. Ja, ich muss jetzt angreifen, es hilft nichts. Ja, der ganze Stack ist zum Glück nicht weg. Rage. Ja, den Abwehrspezialisten bitte. Und die Kampffähigkeiten noch. Wow. Hat sich das gelohnt? Ich weiß nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht. Unsere lustige Verteidigertruppe da oben, die ja da halt so ist, ne? Boah, jetzt geht sie da wegen einem nicht, ne? Aber
Das liegt nur an den Ressourcen, dass ich diese Dinger nicht bauen kann, okay? Ich habe einfach nicht genug Gold. Münzen, okay. Wenn ich die nicht mitnehme, dann bringt mir das auch nichts mehr, die hier großartig rumverschimmeln zu lassen. Die waren recht stark. Ich nehme diese Bots einfach mal mit. Die waren recht stark. Sind wahrscheinlich auch recht schnell weg, aber ey, komm. Bringt ja nichts, die jetzt die ganze Zeit auf der Halde rumliegen zu haben, wenn ich jetzt zunächst erstmal nicht angegriffen werde. Attackieren bitte. Das will ich noch in dieser Folge machen. Oha. Was seid ihr für Engelverschnitte? Ja. Von mir aus seist du gesegnet. Oha, wie stark sind die eigentlich? Er ist ja völlig krank. Der macht wenigstens Schaden an denen. Sechs Stück weggeschnetzelt. Sechs. Einfach mal hart ausgepeitscht. Ja, Gegenschlag kriegen wir trotzdem. Böse, aus. Können auch zurückpeitschen, so ist es nicht. Madonna mia, kriegt man hier eingeschenkt im Spiel. Ein Artefakt, 10 Bewegungspunkte, okay. Okay. Ja, die 2000 Erfahrung will ich schon noch haben. Ne, ich sammle noch ein bisschen Gold zusammen. Jetzt gehen wir mal von mir aus in die Stadt rein und schauen wir mal, ob wir hier noch was machen können. Was mich abholen würde, rein theoretisch. Na, komm schon? Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Geld zusammen. Rekrutiere Kommissar-Veteranen. Ja, so kann ich mehr errichtet werden. Warum nicht? Vielleicht geht's auch gar nicht hier? Keine Ahnung.
Ah, hier kannst du Ausrüstung kaufen oder verkaufen. Wird am Beginn eines Zyklus wieder aufgefüllt. Du kannst dieses Gebäude zu folgendem Preis errichten. Das ist cool, weil dann könnte ich auch noch mal ein bisschen Geld machen. Also baue ich das mal. Ja, sounds a plan. Okay, wer wart ihr nochmal? Ihr wart diese komischen Ritter, ne? Ja, ein Ritter-Champion. Nicht so ganz ein abgerockter. Wunderbar, da wissen wir das ja wenigstens schon mal. Okay, du schießt mit einmal 15 Mann weg, okay? Gut. Nice to know. Du darfst nochmal schießen. Dann machen wir noch so. Gehen wir mal ganz auf Nummer sicher. Nee, brauchen wir nicht ziehen. Ziehen wir nicht. Energie, die kann man jetzt echt mal gut gebrauchen. Was bist du denn? Ein kaputter Schmelzofen, okay. Und hoffentlich mache ich es diesmal nicht so, dass es schief geht. Vor. Und vor. Völlig übertrieben, ne? Das wird gleich riesiges Ballerbang machen. Edgy Badge. Zehntausend brauche ich dafür. Und fünf davon, um den aufzubauen. Dann produziere ich aber mehr Münzen. Okay. Nice. Ja. Jetzt produzieren wir mehr Gold pro Runde. Das ist nicht verkehrt, denke ich. Ich gehe nochmal kurz an dem Sklavenlager vorbei, denke ich, ja. Und ich glaube, ich setze sogar meinen Kanister dafür ein. Obwohl das jetzt nicht unbedingt die klügste Idee ist. Ihr habt aber nicht das dabei, was ich gerne hätte. Das ist echt schade. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir jetzt auch den ganzen Weg zurück. Aus Gründen.
von Verlusten, die wir erleiden mussten. Sieht so aus, als könnten wir auch noch da runter gehen, ne? Da bin ich ja noch gar nicht hingelatscht. Ne, da darf man noch nicht hin. Okay, alles klar. Ne, einfach Zug beenden und weitermachen, ja. Ja. Oh, ich habe schon wieder die Zeit überschritten. Das habe ich nicht so gewollt. Nicht so direkt. Boah, haben wir wenig produziert. Echt, das ist ja schlimm. So wird es hier nichts mit einer erfolgreichen, ne? Ja, Mission. Meine Herren. Bisschen mehr Gas geben. Wie sieht's aus? Es nervt mich, dass die jetzt da sind. Ja, einer. Wow. Da können wir jetzt wirklich hier... Party und so. Die Artilleriegeschütze haben wir wirklich viele, ne? Könnten wir auch zwei Stacks machen, um das besser zu verteilen. Statt die Roboter mitzunehmen, aber hey. Na, ich krieg mal richtig Rattlinge wieder zusammen. Ganze neun Stück haben wir wieder. Jetzt ist es großartig positiv. So, okay, wir haben sogar noch Geld übrig, um irgendwas zu bauen, wenn wir das wollten hier. Ups. Kann mir hier meine Statistiken aufrufen, das ist echt cool. Ah, ich kann ja hier was ein- und verkaufen, habe ich gehört. Jetzt muss ich nur noch dieses Gebäude finden. Konstierungshalle, Kommando, Hammeridenfort. Nee, die will ich nicht, Kommissarkadetten. Wo ist dieses Gebäude? Erdrüttlerfabrik. Ist der Wachturm. Okay, wie kann ich die Sachen hier ein- und... Nee, das ist... Ausrüstung handeln. Okay, das da könnte ich zum Beispiel verkaufen. Jo. Oh, okay, das bieten die mir an, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Gut, macht aber irgendwie Sinn, dass man das auf dem Markt machen muss, ne? Ist es nicht verkehrt. Ach, da oben ist es. Hihihihi. Ja, klar. Okay. Gut, 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 gut. So. Den habe ich mir noch überlegt. Aber der macht mir mehr Schaden, als er mir irgendwelche Erträge bringt. Da hinten haben wir aber einen tollen Fusionskern, den wir echt gut gebrauchen könnten. Für dies und das und jenes und selles. Was warst du da? Ich denke nicht, dass ich das unbedingt brauche. Wir könnten hier nochmal zum Geld abbiegen, hier durchlaufen und dann darunter gehen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Doch, so machen wir das. Ihr seid jetzt wieder, genau, ihr gilt jetzt als unbesucht, ne? Jawohl. Dann machen wir das einfach so. 1300. Ah, stimmt ja, der macht ja ein bisschen mehr, wenn er die Dinger besucht, ja. Da war ja was. Okay, dann sage ich jetzt mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt dann ziemlich zeitnah gleich die nächste Folge aufnehmen oder streamen. Und dann bin ich mal sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. Ich danke euch. Daumen hoch machen, Kanal abonnieren, wer es noch nicht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.